Tithibhasana, die Feuerfliege in mehreren Variationen. Tithibhasana wird übersetzt als die Feuerfliege. Tithibha ist eine Variation von Fliege, von Feuerfliege, von einem Insekt, das sehr warm werden kann. Und davon gibt es verschiedene Variationen. Fabian, Yoga-Ausbilder bei Yoga Vidya Bad Meinberg, zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist zunächst einmal die Hockstellung. In der Hockstellung gibst du die Hände hinter die Fersen, die Fingerspitzen auf den Boden und du gibst die Kniekehlen hinter die Schultern bzw. die Oberarme. Von hier streckst du die Beine aus und erst wenn die Beine ausgestreckt sind, ist es Tithibhasana, die Feuerfliege. Und die Feuerfliege kann dann aufstehen, indem du dich nach vorne beugst und die Beine ausstreckst und dann faltest du die Hände hinter dem Rücken. Du musst aber natürlich die Schultern gut hinter die Kniekehlen bringen. Angenommen, du hast eine gute Kurmasana-Stellung, also eine Schildkröte, dann sollte das gut gehen. Das nennt sich manchmal dann Tithibhasana B. Von hier ausgehend kannst du dann noch ein bisschen durch die Gegend gehen. Das ist eine gute Koordinationsübung. Das wird manchmal als Tithibhasana C bezeichnet. Du kannst nach vorne gehen und dann auch wieder nach hinten gehen. Sicher eine interessante Weise der Fortbewegung. Und dann kommst du zu Tithibhasana D. Du lässt langsam die Arme los, du gibst die Füße näher zusammen und dann verschränkst du die Hände vor den Schienbeinen. Du mindestens verhakst du die Finger oder du faltest die Hände und das ist dann Tithibhasana D, die Feuerfliege Nummer D. Natürlich zum Abschluss könntest du wieder zurückkehren zur Feuerfliege A, um zu sehen, wie die Grundstellung ist, Hände auf den Boden und Beine ausgestreckt. Also das ist jetzt also eine kleine letztlich Übungsfolge der verschiedenen Varianten von Tithibhasana, der Feuerfliege gewesen, vorgeführt von Fabian. Wir danken dir fürs Zuschauen. Durga das hinter der Kamera, Fabian und Sukadev wünschen dir viel Freude auch beim Ausprobieren von fortgeschritteneren Yoga-Stellungen. Alle Informationen über tausende von Yoga-Variationen findest du auf yoga-vidya.de sowie in der Yoga-Vidya-App.